So, liebe Freunde, willkommen zurück auf der Burg Wiesenfels oder beziehungsweise neben der Burg. Ja, inzwischen, ich hatte euch ja gesagt, wir gehen jetzt doch mal in die Südmine und gucken da mal, was da so los ist. Ich kann euch nichts versprechen, ich weiß nicht, was uns da erwartet. Ich bin da ewig nicht gewesen. Aber ich stelle es mir halt trotzdem jetzt doch mal ganz interessant vor, das in so einer hier, so einer Einsteigerserie vielleicht auch mal doch trotzdem zu machen, obwohl da jetzt wahrscheinlich kaum noch was zu finden ist. Oh weia. Okay, hallo. Komm, Junge. Lass mich in Ruhe. Hier, hättest du mal wenigstens was droppen können. Mando. Naja. Das sind immer diese kleinen Überraschungen und da sieht man auch mal wieder, wozu der Pfeil und der Bogen gut sind. Ja, das ist eine wirklich bewährte Waffe gegen Creeper. Die kann man sich einfach vom Leibe halten. Hingegen mit dem Schwert hätte ich das jetzt nicht gerne gemacht. Gut, ich hätte mich jetzt hier in die Südmine flüchten können. Mal gucken, wie es hier nochmal lang ging. Oh, hallo Jungs, ey. Na. Ja, das geht ja gut los. Ja, der wird hier mal irgendwie gespawnt sein oder hier reingewandert. Scheint hier vielleicht auch nicht so richtig hell genug zu sein. Da sind wir schon beim Thema, wie man sich ausstatten sollte zu so einer Expedition oder Höhlenexpedition. Je nachdem, was man so vorhat. Ob man jetzt auf die Jagd geht oder in die Höhle. Sollte man sich halt ein bisschen vorbereiten. Das sieht ja hier unheimlich aus, ja, aber ich glaube, es ist gefahrlos. Hier könnte mal eine Fackel hin, denke ich. So, hier bin ich wirklich lange nicht gewesen. Ja, ja, okay. Ah. Ich habe hier dann so ein merkwürdiges Labyrinth erbaut. Also das ist ja wirklich komisch. Okay, ja gut. ich kann mich nicht erinnern. Ich hoffe mal, dass ich nicht gleich in mein Verderben renne. Das wäre wirklich blöde, weil mein Spawnpoint, wie ich das schon ein paar Mal erwähnt habe, tatsächlich ja immer noch zig Tage entfernt ist. Ich wollte noch was sagen zur Vorbereitung so einer Expedition. Da nimmt man sich natürlich so einige Sachen. Ich habe jetzt hier ein Ersatzschwert jedenfalls noch dabei. Auf jeden Fall genügend Fackeln, also richtig viel, wenn es geht. Das ist am Anfang natürlich noch schwierig, weil man für eine Fackel auch ein Stück Kohle braucht. Aber ansonsten mit Fackeln bloß nicht sparen. Ja, und Pfeil und Bogen hat uns schon gerade was gebracht. Ich habe jetzt auch ein paar Hacken eingesteckt, ja, so Spitzhacken, auch eine aus Metall. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich die jetzt mit in die Höhle nehme, ob ich vielleicht hier in dieser Kiste noch lager. Und nur dann, ich nehme sie jetzt einfach mal mit. Vielleicht entdecken wir ja Redstone oder Diamant, was ich jetzt nicht glaube, aber gut, könnte ja sein. Schaufeln auch. Ja, für Erde und Geröll, das unserem Weg ist. Und dann habe ich auch immer ein bisschen Erde dabei. Damit kann man sich, vielleicht brauchen wir es auch mal, solche kleinen Wege bauen, mal irgendwo drüber, eine kleine Brücke mal eher auf die Schnelle oder irgendwo, wenn man runterfällt vor allem, kann man sich schnell wieder eine Treppe nach oben bauen. Ja, die Axt habe ich genommen, das ist natürlich völliger Quatsch, brauche ich gar nicht, ebenso wie die Angel, die habe ich in der letzten Folge völlig vergessen, aber ich wollte eigentlich noch fischen gehen, aber das haben wir leider irgendwie nicht gemacht. Seit neuestem habe ich auch Knochen dabei. Man weiß ja nie, ob man einem Wolf begegnet. Den würde ich, glaube ich, gar nicht mit in so eine Höhle nehmen. Ich lasse jetzt mal ein paar Sachen auch hier. Ah, nee, komm, ich nehme alles mit. Ist jetzt auch wurscht. Da hinten habe ich eine Tür gesehen. Ich gehe da jetzt mal durch und ach, guck mal hier. Obere Höhle und Unterhöhle. Guck ich mal, was es hier so an der Unterhöhle so gibt. Auf jeden Fall schon mal ein Wasserlauf. Tatsächlich ist es so, dass das hier, wenn der von außen kommt, Monster und so angeschwemmt werden können von außen. Ich renne hier auch mal lieber mit der Fackel, mit der Axt. Ach Quatsch, mit dem Schwert. Hallo? Mit dem Schwert in der Hand durch die Gegend. Hier war das jetzt nicht so interessant. Es fällt mir auch wieder ein, dass das hier irgendwie so eine Sackgasse war. Ach, das war, glaube ich, so gemeint, dass man hier zur Unterhöhle rennt und da in die Oberhöhle. Wo soll man denn jetzt hingehen? Oben oder unten? Ich renne jetzt mal in die Unterhöhle.
Aha. Hier gibt's doch noch was, aber ich höre im Moment, das ist auch wieder eine Sache für Pfeil und Bogen. Ich höre auf jeden Fall ein Skelett hier in der Nähe. Ich baue mal hier so ein bisschen das Eisen ab. Zack. Da muss man sich immer entscheiden. Baut man das sofort ab, wenn man es sieht? Oder sichert man die Höhle erstmal? Ich bevorzuge meistens immer so diesen Sicherheitsweg. Ja, dass ich. Ja, hier ist auf jeden Fall definitiv noch irgendwo ein Skelett. Also ich nehme immer die Methode, sich nach hinten absichern, erstmal die Höhle irgendwie erkunden und beleuchten. Ja, da ist er ja. Oh, shit. Da war aber ein Treffer jetzt. Boah. Gut. Vielleicht kann man den ja ein bisschen locken. Dann hier so ein bisschen sind wir ja in relativer Sicherheit. So weit kommt er, glaube ich, gar nicht hinterher. Shit. Ach du meine Güte. Leute, damit habe ich nicht gerechnet, ja, dass das hier so eine actionlastige Folge wird. Ich wollte eigentlich nur mal ein bisschen durch so eine längst erforschte Mine laufen. Da habe beim besten Willen nicht damit gerechnet, jetzt von allen Ecken und Enden angegriffen zu werden. Wisst ihr, da hat sich da was bewegt, also. Wäre natürlich jetzt schön gewesen, hätte der Creeper. Pass auf, du. Boah, das hat der mich. Ah! Tja, Leute. Das war's dann wohl erstmal. Aber ich gebe nicht auf. Ja, ich lasse mir solche Aktionen hier nicht gefallen. Also nicht mit mir. Ich werde jetzt respawnen, mich auf die Reise zurückmachen. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Da bin ich wieder. Leute, ich habe eine ziemliche Tortur hinter mir. Nicht nur eine nächtliche Bahnreise. Ja, ich bin praktisch die ganze Nacht durchgefahren. Kam allerdings aufgrund einiger Spinnen- und Zombie-Angriffe hier schwer verletzt mit nur noch anderthalb Herzchen an der Südmine an. Freute mich, dass ich hier nun fast wieder an der Unglücksstelle gewesen war, aber dann kam ich hier um die Ecke und wie ihr seht, hat mich da ganz offensichtlich ein Creeper empfangen und dann war es aus mit mir. Ist jetzt irgendwie Nachmittag und sollte eigentlich nichts mehr passieren. Jedenfalls war das wohl nichts. Und ich bin dann, musste mich halt nochmal auf die Reise begeben. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt. Wie komme ich denn da jetzt runter? Habe ich denn jetzt hier. Oh, ein bisschen Erde habe ich dabei. Gut, dafür braucht man Erde, das kann man jetzt hier schön. Könnte ich mir praktisch so einen grobmechanischen Aufzug machen. Hier ist ziemlich dunkel. Weiß gar nicht, was ich jetzt hier gerade so tue. Hoffentlich geht das gut. Also, da ist noch Eisen. Ich lasse das jetzt mal liegen. Seht, ich hatte mir ein Stück Rüstung sogar mitgenommen. Ja, und dann aber allerdings einfach nicht gerechnet, dass auf meinem Schienenweg nachts wirklich viele Monster sitzen würden. Und hier um die Ecke auch mir kurz vor dem Ziel wieder ein Creeper entgegenkommt. Wie dem auch sei, es ist ja jetzt alles nicht mehr dramatisch, denn ich bin jetzt wieder zurück in der Südmine und ich kann euch sagen, ich habe immer noch einen richtigen Hals. Ja, dieses Skelett vorhin, das. Ich muss mich allerdings jetzt sichern, ich habe hier die Türen offen gelassen. Das ist auch eine dunkle Ecke da, also das ist auch blöde. Da sollte ich unbedingt noch was hinstellen, eine Fackel. Ja, also. Jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich mich hier so ein bisschen neu sortiere. Das hier mitnehme. Ja, eigentlich sollten wir ja gleich noch. Die Karre lassen wir hier. Leder brauche ich jetzt auch nicht. Die Rüstung ziehe ich mal eben an. Man sollte natürlich. Wir sollten natürlich versuchen, gleich unsere Sachen noch schnell wieder einzusammeln. Was mache ich denn hier? So. Mal eben noch sicherheitshalber eine Rüstung angelegt. Das ist nur eine Lederrüstung, die wird nicht sehr viel bringen, aber ist es besser als gar nichts. Nichts und ja gut, jetzt haben wir ja natürlich alles verloren in der Höhle. Metallaxt, Metallhacke und Fackeln.
Pfeil und Bogen, alles. Und ich hoffe, dass das da noch liegt. Und nicht, weil ich hier inzwischen ja schon mal hingereist war. Das war von, also es müsste ja doch hier irgendwo gewesen sein.